Hochschule Rosenheim. Wir haben im Rahmen des Projekts HIROC, das von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert wird, ein Labor aufgebaut an unserer Hochschule in der Fakultät für Wirtschaftsingenieurwesen. Das besteht aus zwei Räumen. Ich stelle jetzt den Raum 1 mal vor. Hier ist uns wichtig eine agile Lehr- und Lernumgebung. Hier kann man sehr schnell wechseln zwischen klassischem Frontalunterricht und kreativer Gruppenarbeit, weil es uns sehr wichtig ist, dass die Studierenden die theoretischen Inhalte, die sie in der klassischen Vorlesung gehört haben, unmittelbar umsetzen können, ganz praxisorientiert und hier in Gruppenarbeit Themen anwendungsbezogen nochmal vertiefen können. Dazu haben wir lauter flexibles und mobiles Mobiliar, Tische auf Rollen, Stellwände auf Rollen, die man als Raumtrenner verwenden kann, aber die auch beschreibbare Kunststofftafeln aufnehmen. Und genau, und so kann man hin und her switchen zwischen kurzer anwendungsbezogener Gruppenarbeit und dann wieder zurück in den Vorlesungsmodus switchen. Die Tische haben wir selbst konzipiert und gebaut in unserem holztechnischen Labor an der Hochschule. Wir haben eigene PC-Tische gebaut, weil wir spezielle Software haben, die die Studenten normalerweise nicht auf ihrem privaten Rechner haben, sondern die wir hier nur in der Vorlesung haben oder für Übungszwecke. Und normalerweise ist die Software versteckt. Genau, über einen Chip kann man eine Klappe öffnen, da ist der Monitor befestigt. Und genau, man kann eben den Rechner samt Peripherie nutzen und im Anschluss wieder verstauen, wenn man es nicht mehr benötigt. Der Tisch hat eine Stromversorgung über ein Kabel. Das kann ganz einfach über eine automatische Kabelaufrollung abgezogen werden. Hier haben wir noch weitere Steckdosen und LAN-Dosen für zusätzliche Anwendungen. Und der Tisch lässt sich ganz einfach verschieben. Wir haben einen zweiten Tisch gebaut, das ist unser Kreativtisch. Hier haben wir Platz für Praktikumsutensilien und auch die beschreibbaren Kunststofftafeln in diesen Fächern vorne und auf der Rückseite. Und diese Tische sind höhenverstellbar. Das nutzen die Studierenden ganz gerne für die Gruppenarbeiten, aber auch in der Vorlesung. Können in der zweiten Reihe die Studenten immer wieder die Tische hochfahren und auch mal stehen, was die Vorlesung etwas kurzfristig oder ja angenehmer macht, zu folgen, wenn man zwischendurch mal aufstehen kann in mehreren Stunden. Genau. Okay, dann gehen wir weiter mit dem zweiten Raum, mit Schwerpunkt auf die hybride Gruppenarbeit und auch hybriden Vorlesungen. Also wie man sieht, da hat man drei großen Whiteboards, digitale Whiteboards da hergerichtet und auch dann einen Couch für die Gruppenarbeit und die Atmosphäre dann etwa lockerer zu machen. Es geht natürlich drei Szenarien möglich in dem Raum, also das klassische Frontalunterricht ist verfügbar, aber unser Schwerpunkt liegt mehr an die Möglichkeit, diese Gruppenarbeiten einfach komfortabler zu ermöglichen und auch dann die Diskussionsrunden. Hier sieht man den Szenario mit Gruppenarbeit, alle in Präsenz. Und dann hier sieht man dann die Möglichkeit, die hybride Gruppenarbeit zu machen. Und zwar dann sind da Studenten aus von zu Hause aus, die da verbunden sind und dann nutzen eine von diesen digitalen Whiteboards. Und dann noch zu sehen, okay, das sind dann zwei Gruppen, die parallel hybrid arbeiten können, aber dann brauchen wir die Akustik auch ein bisschen zu trennen. Und deswegen haben wir diesen Trennbinder gekauft, die dann aber sehr leicht und praktisch dann herzurichten sind. Und das haben wir jetzt, die sind sehr praktisch, sehr schnell und komfortabel und die helfen dann ein bisschen die Gruppen zu trennen und akustisch vor allem dann zu reduzieren. Und dann, da ist es dann Schluss für unsere Präsentation und für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Na, vielen Dank. Danke. Okay. Dann ein herzliches Grüß Gott erstmal. Ich hoffe, Sie stellen uns alle groß, denn das würde sich lohnen. Unsere Präsentation ist ein bisschen anders aufgebaut. Wir begrüßen Sie recht herzlich. Neben mir steht Martina Alles. Ich bin Anja Teistler. Wir sind auch von der Technischen Hochschule in Rosenheim. Und wir waren in der Lage, durch das Projekt HIROC, auch gesponsert von der Stiftung für Innovation in der Hochschullehre,
zwei zukunftsweisende Lehrexperimentierräume einzurichten. Hier haben wir eine Konzeption, die basiert auf eine lernförderliche Verknüpfung von physischer und virtueller Umgebung. Heute berichten wir Ihnen aus dem Experimentierlabor für hybride Gruppenarbeit. Aufbauend auf den Lightning Talk von 2023 fokussieren wir dieses Mal insbesondere auf die Lessons Learned auf Grundlage der Begleitevaluation und die Voraussetzung erfolgreicher Lehrkonzepte in neuen Lehrräumen. Am Beispiel der hybriden Gruppenarbeit zeigen wir, wie dieser Raum möglichst einfach und zufriedenstellend genutzt werden kann und damit ein Mehrwert für die Lehre gezogen wird. Die Ausstattung des Raumes hat 30 haptische Plätze für Teilnehmer plus eben die Online-Teilnehmenden. Außerdem befinden sich hier drei Projektionsflächen. In der Mitte an der Decke, das kleine, dünne, weiße Viereck, ist das Raummikrofon, über das Sie mich jetzt auch gerade hören. Das, was aussieht wie eine Hängelampe, sind in Wirklichkeit Lautsprecher. Außerdem sehen Sie noch die drei Projektoren für die drei Projektionsflächen, die sich hier im Raum befinden. Es gibt auch drei 360-Grad-Kameras und eine Dokumentenkamera. Die technische Ausstattung unterstützt somit Dozierende optimal bei der Durchführung hybrider Veranstaltungen. Ganz egal, ob wir hier über eine Vorlesung, interaktiven Workshop oder eben hybride Gruppenarbeiten sprechen. Zu jedem Gruppentisch gibt es ein digitales Whiteboard, ein transportablen Speaker-Mikrofon, um die Gruppenarbeit gut zu gewährleisten. Und am wichtigsten fast schon sind hier noch diese mobilen Schallschutzwände, die unerlässlich für eine gute Akustik sind. Ich übergebe jetzt an Martina alles. Dankeschön. Gemeinsam mit den Lehrenden haben wir auch Nutzungsszenarien für den Raum entworfen. Sie dienen als didaktische Ideen und Konzepte, wie man die Technik dann wirklich auch lernförderlich einsetzen kann. Heute, wie schon gesagt, fokussieren wir auf die hybride Gruppenarbeit. Wir verstehen darunter, dass die Studierenden in gemischten Gruppen arbeiten, sowohl Präsenz als auch online, zur gleichen Zeit natürlich auch. Und dadurch wollen wir eine gleichberechtigte Teilnahme aller ermöglichen. Dazu ein kurzer Interviewausschnitt mit Professor Michael Griesbeck, der auch heute mit im Raum sitzt. Sie haben ihn vorhin kurz gesehen an dem Gruppentisch, der in seiner Lehre des häufigeren hybride Gruppenarbeiten einsetzt. Zusätzlich zum didaktischen Mehrwert von Gruppenarbeiten können die Studierenden hier ganz flexibel vom jeweiligen Aufenthaltsort aus teilnehmen, auch wenn sie nicht an der Hochschule sein können. Zudem erlernen sie wichtige Zukunftskompetenzen, beispielsweise die Zusammenarbeit und Kommunikation in hybriden Teams sowie den Umgang mit der notwendigen Technik. Das Labor für hybride Gruppenarbeit bietet dafür beste Bedingungen. Und das war unsere Sicht aus der Praxisperspektive. Auch unsere Evaluationsergebnisse deuten darauf hin, dass der Raum eine lernförderliche Wirkung hat. Wir haben hier das ICAP-Modell unterscheidet vier Ebenen der kognitiven Aktivierung. Sie werden es gleich hinter mir sehen, die aufsteigend sich aufbauen, aufeinander aufbauen und immer höheres kognitives Engagement fördern. Unten angefangen bei der passiven Ebene hinauf zur aktiven, konstruktiven und interaktiven. Die interaktive Ebene meint, dass in erster Linie kollaborative Aktivitäten zur Konstruktion vom Wissen stattfinden, zum Beispiel durch gegenseitiges Erklären. Unsere Daten basieren auf der Stichprobe von 86 Studierenden und 10 Lehrenden im Sommersemester 23. Unsere Ergebnisse zeigen, dass in erster Linie Aktivitäten auf den oberen drei Ebenen stattfinden, auf den interaktiven, konstruktiven und aktiven Niveau. Dabei haben wir auch den Unterschied hier noch herausgestellt zwischen der Einschätzung der Lehrenden und der Studierenden. Es fällt auf, dass die Lehrenden die Aktivitäten selbst ein wenig höher einschätzen. Wir führen das darauf zurück, dass sie auch die Stunde geplant haben. Daraus schließen wir, dass die Raumgestaltung die kognitive Aktivierung fördert. Wir kommen zum Ende mit unseren Learnings. Also wir konnten ganz deutlich feststellen, dass Digitalisierung kein Selbstzweck ist. Nur weil jetzt hier die Technik verbaut ist, haben wir keinen Lernfortschritt. Es bedarf die passende Didaktik. Und hier können wir nur empfehlen, eng zwischen E-Learning Center und Didaktikteam oder wie das an Ihrer Hochschule aufgebaut ist, zu arbeiten. Und hier haben wir eben auch in dieser Zusammenarbeit die Nutzungsszenarien entwickelt.
Und auch die Zufriedenheit ist ein sehr wichtiger Punkt, dass die Lehrenden überhaupt in den Raum kommen. Sie brauchen eine gute technische Einführung, damit sie sich sicher fühlen und dann eigentlich auch erst die Lehre durchführen können. Wir sind nun am Ende angelangt. Wir danken Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns dann auf unseren Netzwerktisch. Babybody Communicator ist ein ganz kleines Small Partnership von einem Erasmus Plus Programm zwischen Zypern und Deutschland. Einmal war die NGO Birth Forward involviert, Cyprus University of Technology, die Charité und wir die Firma Ghostthinker. Worum geht's? Das hat man auch schon auf dem Bild gesehen. Es geht ums Thema Hebammenausbildung. Das ist mittlerweile auch akademisch bei uns in Deutschland und eben auch auf Zypern. Und es gibt hier unterschiedliche Lernorte. Einmal das akademische Lernen an der Universität und dann eben sehr viel Lernen im Krankenhaus oder eben in der außerklinischen Versorgung. Und wir haben versucht, über diese Veranstaltung die unterschiedlichen Räume für die Studierenden miteinander zu verzahnen, dass nicht ein Lernen in Silos stattfindet, sondern ein bessere Verknüpfung. Wir haben natürlich auch die Herausforderung, dass die Realität zwischen dem, was gelehrt wird an der Universität und dem, was tatsächlich auch umgesetzt wird, teilweise sehr weit auseinandergeht. Und auch der Einfluss, wie gut die sogenannten Ausbilder, die heißen dort Praxisanleiterinnen, wie gut die sind, hat natürlich auch einen sehr hohen Einfluss auf die Qualität der Ausbildung. Was haben wir gemacht? Das ist so ein Kaskadenmodell. Das erste war eine hochschuldidaktische Maßnahme. Also hier ging es um so eine Art Lehrlabor, kompetenzorientiertes Blended Learning, wo wir mit den Lehrenden von Universitäten gearbeitet haben. Und zwar so projektbasiert. Die haben in dieser Veranstaltung im Prinzip direkt ihre eigenen Veranstaltungen konzipiert. Die wurden dann eben in Activity 2 und 3, so heißen die, die heißen Activities in diesem Programm, also in diesen Veranstaltungen wurde das dann umgesetzt. Die zweite Veranstaltung war dann jetzt eine Weiterbildung für die Ausbilderinnen in den Krankenhäusern, mit denen die zusammenarbeiten oder eben auch in der außerklinischen Versorgung. Und im dritten war dann so eine Veranstaltung, wo im Prinzip diese drei unterschiedlichen Gruppen zusammengekommen sind. Das war für die Studenten und hier gab es eben Kooperation zwischen dem Lehrpersonal an der Universität und den Praxisanleiterinnen. Was war ganz zentral? Zentral war so ein Scenario-Based Learning-Ansatz. Also es waren Szenen mit Social Video. Und zwar wurden Szenen ausgearbeitet, gerade auch in engen Zusammenarbeit mit der NGO, mit den Elternvertretern auch. Und da wurden sehr konkret beschrieben und dann eben durch Schauspieler auch mit begleitet. Die wurden videografiert. Und dann wurden die reflektiert. Und zwar, es gab da auch unterschiedliche Phasen. Also erstmal Selbstreflexion, mich selbst beobachten, entschleunigt beobachten, langsam genaues gucken, theoriegeleitetes anschauen. Also inwiefern setze ich tatsächlich die Sachen dort um. Dann soziales Sehen, was sieht der andere, was ich nicht sehe. Und auch diese Gespräche. Also ihr seht schon diese Punkte da unten. Das sind ganz viele Kommentare in so einem 15-minütigen Szenario. Da waren teilweise bis zu 50 Kommentaren und Rekommentare drin. Da gibt es auch eine Konversation zu dem, das sehe ich so, das würde ich so nicht sagen oder irgendwie so kann man es vielleicht anders sagen oder da gab es auch viel Austausch darüber und dann konnte man dadurch auch die Entwicklungsprozesse schön dokumentieren im Fortschritt und es ging hier halt eben von einem oberflächlichen hin zu einem mehr systematischen Sehen. Was schön war zu beobachten, ist der Impact von dieser ganzen Veranstaltung. Also hier zum Beispiel die ausbildende Hebamme. Diese 5 Wochen haben die Art und Weise verändert, wie ich jede Frau zugehe. Ich sehe auf einen großen Unterschied darin, wie ich mit jeder Situation umgehe. Also wir haben hier wirklich durch diese Involviertheit, dass ich mein eigenes Video bearbeite und mich selbst reflektiere. Es ging ganz viel um sehr viel kleine Sachen, die sie Leute sagen, die aber nicht kontraproduktiv sind. Da war einfach der starke Impact dadurch, dass ich mich selbst fotografiert angeschaut habe. Auch die Studentin, es war noch nie da gewesene Erfahrung, eine Art des Lernens außerhalb des Rahmens, in dem wir zu lernen gewohnt sind. Und hier die Professorin meinte, anschließend möchte ich sagen, dass dieser Kurs mich in die Lage versetzt hat, die Entwicklungsbedürfnisse von Gesundheitsfachkräften in Zypern besser zu verstehen und geeignete Wege zu finden, diese Bedürfnisse anzugehen. Es war wirklich bewegend zu sehen, wie ein 6-wöchiger Kurs es Menschen ermöglicht hat, zu wachsen, ihre Sichtweise auf persönliche und berufliche Entwicklung zu ändern und sich durch Peer-Feedback und persönliche Reflexion in Richtung dieser Wahrnehmungsmentalität zu bewegen. Das war's auch schon von meiner Seite. 5 Minuten sind sportlich. Vielen herzlichen Dank. Gerne Fragen im Chat. Ich höre noch nichts.
Jetzt. Moment. Können jetzt alle die Folien sehen? Ja. Ja, okay. Dann herzlich willkommen. Und bei mir geht es heute eher um Schülerinnen und Schüler im Gymnasium, und zwar die Mathematik lernen. Und was ich mache, ist, ich schaue mir sehr, sehr große Datenmengen an, wie Schüler Mathematik lernen, und zwar mit einem intelligenten Tutorensystem. Und zwar das von Bettermarks, was seit dem Ausbruch von Corona extremst viel benutzt wird. Ich habe Zugriff auf eine Datenbasis von 250 Millionen gerechnete Aufgaben. Und es sind also Aufgabenserien, das sind ungefähr 2 Milliarden einzeln gerechnete Aufgaben. Und von ganz vielen Schulen und von ganz vielen Klassen über ganz Deutschland verteilt. Und diese Daten analysiere ich mit der ganz großen Frage, wie kann man das Mathematiklernen verbessern? Und eine Idee, die ja natürlich nahe liegt, ist, je mehr Zeit man mit dem Mathematiklernen verbringt, desto besser wird man. Die ganz große Frage ist aber, wie schafft man es überhaupt, dass Schüler überhaupt Mathematik, also mit dem Programm lernen? Weil wir eine Analyse gemacht haben, wo wir gesehen haben, wenn man hier eine Survival-Analyse berechnet, was wir hier gerechnet haben, ist der erste Tag, wo sich die Schüler registrieren und wie lange bleiben die Schülerinnen und Schüler jetzt aktiv und wann ist quasi der letzte Tag, wo sie rechnen. Und man kann mit dem System sowohl alleine rechnen als auch mit dem Lehrer. Also es ist möglich, dass quasi Schulen sich registrieren oder Lehrer ihre Klassen registrieren. Und dann gibt es dadurch eben 2 unterschiedliche Lernszenarien. Und was wir eben in Deutschland, aber das System wird auch in Holland genutzt, immer wieder finden, ist über die Jahre hinweg, ist, dass wenn Schüler mit Lehrern digital lernen, sie viel länger und viel eher aktiv bleiben. Und zwar, und dann die quasi ihr letzter Tag, wann sie quasi aufhören, mit dem System zu rechnen, viel später verdrängt wird, wie viel später stattfindet, wie wenn sie selbst lernen. Und was wir quasi, die eine Erkenntnis, die wir daraus gefunden haben, ist, dass die Nutzungsdauer wirklich von der Nutzungsart abhängt. Und was auch noch interessant ist, ist, dass man sich, viele Studien gehen immer über die Leistung von Schülern in Mathematik und wie man die Leistung verbessern kann. Wo wir jetzt versuchen hinzugehen, ist, dass man vielleicht auf eine andere Variable schaut, und zwar, wie lange rechnen Schüler überhaupt mit den Systemen, weil die Systeme sind gut, es gibt ganz viele verschiedene Systeme, die sind alle super. Die ganz große Frage ist aber nur, wie viel bringt ein System, wenn man damit nur 1, 2, 3 Tage im ganzen Schuljahr lernt und es sonst nicht benutzt. Und mit dieser Frage versuchen wir uns weiterhin zu beschäftigen. Eine andere Art und Weise, die Ergebnisse darzustellen, ist, wenn man hier die Schüler hat, die wirklich das System selbst nutzen, die registrieren sich selbst, tun es selbst nutzen, ohne Zuweisungen von Lehrern, wie viele aktive Wochen die rechnen und wie viele Aufgaben die dann pro Woche rechnen. Hier sehen Sie eine Heatmap. Und was Sie sehen, ist bei den Schülern, die quasi und Schülerinnen, die sich selbst Aufgaben zuweisen, da ist die Heatmap hier bei 0 und 0. Das heißt, die rechnen nicht mehr als eine Woche mit dem System, obwohl sie sich anmelden, um damit zu rechnen. Und die Schüler und Schülerinnen, die über den Lehrer registriert werden und von dem Lehrer Aufgaben zugewiesen bekommen, diesen haben im Schnitt so, also es ist auch sehr, da gibt es auch sehr viele, die es nicht lange nutzen, aber es gibt auch durchaus Schülerinnen und Schüler, die es mehrere Wochen im Jahr nutzen und dann auch pro Woche mehrere Aufgaben rechnen. Und nochmal, ich glaube, es ist total wichtig, dass wir uns wirklich anschauen, wie lange digitale Lernsoftware genutzt wird, nicht nur wie gut die ist in kleinen Studien, sondern wirklich wie lange die dann kontinuierlich und systematisch eingesetzt wird, um dann Faktoren zu überlegen, wie man diese kontinuierliche und systematische Nutzung verändern kann, damit es auch wirklich langfristig funktioniert. Vielen Dank fürs Zuhören. Von HochschuldidaktikerInnen beschäftigen. Mein Name ist Anja Havlicek. Ich habe 2 Kollegen mitgebracht, Nadine Wegmeier und Christine Deinert. Wir sind alle aus Magdeburg und wir arbeiten in einer Einrichtung, die Lehrende professionalisieren, qualifizieren soll, damit die in irgendeiner Form gute Lehre machen können. Die KI hat mir das linke Bild dafür ausgegeben. Ich finde das eigentlich ganz passend. Das ist ja eine der Vorstellungen, die wir haben, wenn wir an gute Lehre denken, dass man miteinander interagiert, sich miteinander austauscht beispielsweise.
Und unsere Frage war es, wie können wir denn uns selbst als HochschuldidaktikerInnen qualifizieren, professionalisieren, beobachten, um uns weiterzuentwickeln. Und der Hintergrund ist, wir sind selber noch ein Drittmittelprojekt und haben relativ viel Fluktuation von MitarbeiterInnen. Die MitarbeiterInnen, die zu uns kommen, haben oft ein heterogenes Vorwissen, kommen aus verschiedenen Fachbereichen, unterschiedliche Kompetenzen. Und die Anforderungen an HochschuldidaktikerInnen steigen gefühlt irgendwie von Monat zu Monat wieder neue Möglichkeiten von KI. Da möchte die Hochschulleitung am liebsten vorgestern irgendwie ein Weiterbildungsangebot für die Lernenden. Und vor dem Hintergrund haben wir uns überlegt, wie können wir unsere eigenen MitarbeiterInnen qualifizieren und schulen, um einerseits eben hochwertige hochschuldidaktische Angebote erstellen zu können und sich andererseits selbst weiterzuentwickeln. Lösung, die wir jetzt gefunden haben für unser Projekt, ist, Qualitätssicherung und Qualifizierung zusammenzudenken. Und wir haben dafür vier Bereiche identifiziert. Zwei davon sind eher im Bereich selbstgesteuertes Lernen für unsere MitarbeiterInnen angesiedelt und die anderen zwei im Bereich Scholarship of Academic Development. Ich werde das kurz vorstellen. Einerseits stellen wir unseren HochschuldidaktikerInnen didaktische Selbstlernangebote zur Verfügung, zum Beispiel den Selbstlernkurs Didaktische Konzeption von Lehrlernmaterialien. Da können einfach neue MitarbeiterInnen sich ganz gezielt mal angucken, wie macht man das eigentlich, das Schritt für Schritt nachvollziehen, und haben gleich einen Good Practice Kurs, den wir erstellt haben, vor Augen und wissen, in welche Richtung das gehen könnte. Dann haben wir im Team Qualitätskriterien erarbeitet. Was wollen wir in Weiterbildung für Lehrende eigentlich alles berücksichtigen? Wie sollen Selbstlernkurse beispielsweise bei uns aussehen? Und wir haben Vorlagen gestaltet, auch wieder für neue MitarbeiterInnen, damit die wissen, beispielsweise bei Selbstlernkursen, wie sollte die Struktur aussehen? Was gehört da alles rein an Informationen? Dann haben wir kollegiale Feedbackschleifen eingeführt. Wenn bei uns also eine MitarbeiterIn ein Material erstellt oder ein Konzept für ein Material erstellt, dann kommt sie ins Team und stellt das vor, bekommt strukturiertes Peer- und ExpertInnen-Feedback. Sie kann dann selber reflektieren und das Konzept überarbeiten und diese Schleife so lange verfolgen, bis das Konzept oder Material einfach qualitativ hochwertig genug ist, um auch an Lehrende es rauszugeben. Und der letzte Bereich, Evaluation und Weiterentwicklung. Wir haben eine Pre-Post-Befragung entwickelt und analysieren jedes unserer Angebote, um es dann anhand der Rückmeldung der Lehrenden weiterentwickeln zu können und wollen jetzt schrittweise auch empirische Studien zur didaktischen Gestaltung noch mit unseren DidaktikerInnen umsetzen, um zu schauen, was wirklich gut wirkt auch. Kurzes Fazit von mir, Qualitätsentwicklung, Qualifizierung zusammenzudenken in dem Bereich ist wirklich hilfreich. Auch die MitarbeiterInnen von uns melden uns da positives Feedback zurück. Wichtig ist für uns, dass es ein systematischer Ansatz ist, dass wir es nicht so intuitiv machen, sondern dass wir uns da wirklich auch Regeln und Prozesse gegeben haben dafür. Evidenzbasierung ist etwas, wo wir noch dran arbeiten wollen, indem wir einfach eine Studie mit unseren HochschuldidaktikerInnen machen, um zu schauen, was sich denn an Kompetenzen weiterentwickelt hat und wie auch neue MitarbeiterInnen damit umgehen können, um dann, naja, vielleicht im nächsten Jahr das hier vorstellen zu können. Ich bedanke mich. Ja, auch nochmal herzlich willkommen von mir, von uns. Wir haben heute mitgebracht Hybrid hoch 3, technisch, didaktisch, praktisch. Wir sind Xavinia Wagner, das bin ich, von der Hochschule Magdeburg-Stendal. Und unter den Kacheln ist ja auch meine Kollegin Alisa Polischuk von der Hochschule Harz. Wir beide kommen auch aus dem Projekt eSalsa, also wie die Kollegin gerade vor uns, also dem Digitalisierungsverbundprojekt für Sachsen-Anhalt. Und wir beide kommen aber eher aus der Richtung der hybriden Lehre. Was wir mitgebracht haben, genau, ist Hybrid hoch 3. Und das ist ja unser dreiteiliges Angebot für Information und Unterstützung zur synchronen hybriden Lehre. Wir haben ja jetzt heute auch schon ganz, ganz tolle und spannende hybride Räume gesehen. Das Problem bei uns ist ein bisschen, an unseren Verbundhochschulen, wir haben solche Räume nicht oder zumindest ansonsten nur vereinzelt und damit nicht in einem Umfang, in dem wirklich Lehrende und Studierende ja flächendeckend davon profitieren würden. Und jetzt haben wir aber natürlich trotzdem Lehrende, die gerne hybrid lehren möchten oder es vielleicht auch aus irgendeinem Grund müssen.
die sich vielleicht nicht so gut mit Technik auskennen, denen ist das ein bisschen zu kompliziert oder sind dann eher abgeschreckt. Und auch in der Fülle der Informationen, die es ja auch gerade nach Corona in dem Bereich gibt, einfach nicht mehr so ganz durchsteigen und sagen, ach, dann lasse ich es lieber ganz. Und wir möchten natürlich aber, dass weiter Hybrid auch gelehrt wird, weil es ganz, ganz tolle, flexible Möglichkeiten bietet. Und ja, deswegen haben wir diese Materialien erstellt. Und es geht im Prinzip darum, dass Lehrende sich einfach sehr, sehr niedrigschwellig, also wirklich sehr bewusst einfach gehalten und niedrigschwellig über ja die zentralen Aspekte, so Technik, Didaktik und auch die Organisation, einfach selber so ein bisschen schon mal informieren können, einlesen, einklicken können. Und genau, die drei Bestandteile sind konkret unser Wegweiser hybride Lehre, der Kriterienkatalog und die Checkliste. Und die stellt Alisa jetzt gleich vor. Danke. Wir fangen mit dem Kriterienkatalog und der Checkliste an. Da sind Handreichungen im PDF-Format. Der Kriterienkatalog befasst sich mit den Aspekten, die bei der Planung einer hybriden Veranstaltung zu berücksichtigen sind und gibt Hinweise zu ihrer Umsetzung. Die Checkliste, kannst du lesen? Oh, sorry. Die Checkliste ist in PDF zum Ausfüllen. Und er hilft den Lehrenden bei der tatsächlichen Planung nicht zu vergessen. Der Wegweiser ist kein PDF, ist eine Webanwendung, unser webbasiertes Angebot. Und sein Fokus liegt auf der technisch-räumlichen Gestaltung hybrider Lehre. Mit seiner Hilfe kann man sich sowohl über die Szenarien der hybriden Lehre und die benötigte Technik informieren, als auch ein individuelles Setup zusammenstellen. Und das funktioniert nach einem Baukastensystem. Zuerst wählt man ein Basissetup. Hier hat man die Auswahl zwischen drei Anwendungsszenarien. Dann ergänzt man ihn mit einer oder mehreren Erweiterungen zu Interaktion und Kommunikation. Geht es um die schriftliche, mündliche Kommunikation und zwei Arten von Gruppenarbeiten. Und am Ende fügt man noch gegebenenfalls zusätzliche Technik hinzu, zum Beispiel Tablet und Stift. Und die Auswahl kann man schließlich als PDF speichern und ausdrucken, wenn man möchte. Genau, und über den QR-Code gelangen Sie direkt zu den drei Angeboten. Vielen Dank. Weiterbildungskultur sorgen kann. Also schon mal überlegen, welchen Stichwort Sie am Ende in den Chat schreiben. Ich brauche nur 4 Minuten und dann sind Sie dran. So. Weiterbildung an Universitäten. Typische Aussagen zur heutigen Situation. Wer es nötig hat, immer gerne. Also was ist damit gesagt, dass es eben nicht alle nötig haben, sondern nur ein paar Leute, dann müssen wir auch nichts Hochschuldidaktisches machen. Didaktik ist nicht so meins. Also es gibt viele Lehrende, die denken, ja, das, was ich mache, das muss ich nicht unbedingt mit Didaktik versehen, sondern mache irgendwie was und die Studierenden nehmen dann was mit. Dann bei uns auch in den Geisteswissenschaften sehr stark, die Studierenden sollen selbstständig lernen, da lasse ich ihnen größtmögliche Freiheit. Also ich bin gar nicht dafür zuständig, was jetzt... Leute, entschuldigen bitte, die Slides lauten noch nicht. Ah, und warum? Aber bei mir laufen sie. Ah, okay. Das ist, glaube ich, der falsche Bildschirm. Ja, das kann sein. Okay, warte mal. Dann wie mache ich das? Was ist da denn falsch? Das ist die Sprecheransicht. Das müsste die Präsentationsansicht sein. Oben bei der benutzerdefinierten Bildschirmpräsentation kann man das meistens im PowerPoint umstellen. Warte mal, dann wie stelle ich das um? Screenshare, Fenster. Das ist die Einstellung an den PowerPoint. Ah, hier. Ist es jetzt besser? Ja, danke. Oh. Genau. Oh. Und dann das Didaktisieren lenkt vom Wesentlichen ab. Also ein Begriff, den ich auch häufiger höre von KollegInnen, didaktisieren als irgendwie eine Vorstellung, wir machen Hochschullehre und dann kann man noch irgendwie was noch dazu machen. Und das muss man aber nicht unbedingt. Und natürlich ganz stark, die meisten Lehrenden haben eigentlich... keine Zeit dafür, weil sie für alles Mögliche keine Zeit haben. Und dann fällt das natürlich auch herunter, Weiterbildung. Ja, gibt es eine universitäre Weiterbildungskultur? Und da könnte man Ja oder Nein sagen. Also ja, könnte man sagen, auch andere Kulturen wie eine Willkommenskultur oder eine gute Streitkultur gibt es, obwohl sie nicht überall und permanent gepflegt wird.
Und gleichzeitig kann man auch sagen, viele, vor allem jüngere Kolleginnen, die haben durchaus eine hohe Meinung von der Weiterbildung. Also die haben auch schon eine Ahnung von dem, wie wichtig das ist. Nein, Weiterbildung ist kein fester Bestandteil des universitären Lehralltags, wird von vielen gar als ein bloßes Zusatzangebot für wenige Interessierte angesehen. Also das, was ich eben aus diesen Kommentaren auch herausgezogen habe. Ich brauche das eigentlich gar nicht sagen, viele, ich mache meine Sache und die Studierenden sind auch irgendwie zufrieden seit 37 Jahren. Warum muss sich etwas ändern? Aus meiner Sicht, Universität ist ein ganz wichtiger Multiplikator technischer und didaktischer Innovation. Und diese Rolle müssen wir annehmen. Und dazu gehört es eben auch, dass wir uns weiterbilden bei den Dingen, die eben neu sind. Neue Lernformen und Techniken, und damit meine ich nicht nur KI, erfordern eben mehr Weiterbildung. Also wenn wir das umsetzen wollen, wir hatten das bei der vorherigen Präsentation auch, also was bei der hochschuldidaktischen Weiterbildung, die sich auch selber weiterbilden müssen, bei den Lehrenden natürlich ist das sofort klar, dass es wichtig ist. Und lebenslanges Lernen, das Stichwort hatten wir heute nicht, wird zum Standard. Das habe ich jetzt gerade, gibt es auch aktuelle Artikel aus Zeitungen, im Feuilleton, wie wichtig das ist, dass die Firmen sagen eigentlich, wir müssen eigentlich permanent die Leute weiterbilden, nicht irgendwie einmal im Jahr, sondern die müssen eigentlich permanent im Lernen sein. So, und jetzt Wege zu einer echten Weiterbildungskultur. 4 Lösungen habe ich mitgebracht und dann hoffe ich noch mal eine halbe Minute, dass Sie mir noch was in den Chat schreiben. Die 1a-Lösung, verbindliche jährliche Fortbildungsverpflichtung mit strategisch festgelegten thematischen Schwerpunkten. Das scheint an der Uni absolute Utopie zu sein. In NRW haben wir es gerade vor 2 Monaten für die LehrerInnen umgesetzt, dass gesagt wird, alle müssen verpflichtend Weiterbildungen machen. Also es geht an Schulen, warum nicht an Hochschulen? Welche Hochschule traut sich, das als erstes umzusetzen? 1b-Lösung, verbindliche Fortbildungsquoten von Instituten, Arbeitsbereichen mit konkreten Schwerpunkten. Heißt also nicht, wie es ja aktuell ist, für die wenigen 4%, die das dann, die solche Angebote annehmen, sondern eine bestimmte Quote, dann eben nicht alle, aber eben vielleicht 50% von Institut für Germanistik müssen eben dran teilnehmen. 2a-Lösung, attraktives Anreizsystem für Fortbildung. Fortbildung an Firmen sind eben schon, wenn das eine Firma zulässt, ist es attraktiv. An Unis ist es leider nicht so. An Unis ist es für die Lehrenden überhaupt nicht attraktiv, an der Fortbildung teilzunehmen, dass sie dort nicht, also dass ihnen das zugestanden wird. Den Ausflug in hybride Lehrformate auf dem Prüfstand, vorurteilsfreie Evaluation als Wegbereiter. Und der Weg lohnt sich aus meiner Sicht, weil am Ende steht ein verheißungsvolles Ziel, nämlich mehr Teilhabe, mehr Internationalisierung und mehr Flexibilisierung, sowohl für die Studierenden als auch die Lehrenden. Im Alltag merke ich aber, dass viele eben mit Vorurteilen sich gar nicht erst auf die Reise machen, den Weg gar nicht ausprobieren. Und ich möchte zeigen, warum das ein Fehler ist und welche Möglichkeiten oder welche Indizien ich habe, dass es sich lohnt, diesen Weg doch auch mal selbst auszuprobieren. Warum traue ich mich, das zu sagen? Ich selbst war im Frühjahr 2020 plötzlich in der Rolle, die komplette Lehre des KITs, die Lehrenden mitzunehmen, das auf online umzustellen in wenigen Wochen. Und im Anschluss haben wir dann gleich für das Wintersemester, habe ich dafür gesorgt, dass alle nahezu 40 Hörsäle des KITs hybridfähig geworden sind, um dann auch im Laufe dieses Wintersemesters für Sommersemester 2021 auch sicherzustellen, dass in allen Seminarräumen, und das sind mehrere hundert, ebenfalls hybrid gearbeitet werden kann. Und so hatten wir dann ein positiv besetztes Thema hybride Lehre, weil es mehr Präsenz dann auch ermöglicht hat. Und ich habe das genutzt, um dann im Wintersemester 2021 eben auch zu evaluieren, indem ich systematische Interviews mit 18 Lehrenden durchgeführt habe. Was passiert denn so in der hybriden Lehre? Wie ergeht es uns? Was sind Probleme, aber was sind auch Chancen? Und wir haben ganz unterschiedliche Veranstaltungen interviewt. Wir hatten sowohl große als auch kleine Veranstaltungen, also Vorlesungen, wie auch Seminare. Wir hatten auch ganz unterschiedliche Grade der Interaktion, also wenig Interaktion, viel Interaktion. Eine Vorlesung hat naturgemäß weniger Interaktion als ein Seminar, wo diskutiert wird. Und wir haben auch ganz unterschiedliche Medieneinsätze vorgefunden, also mit sehr viel Technik gearbeitet, aber auch mit sehr wenig. Und haben die dann etwas geclustert. Die Würfel zeigen so ein bisschen, wo wir Fälle gefunden haben in unseren Interviews. Und wenn ich die Interviews angucke und auswerte, kann ich jetzt in der Kürze der Zeit einfach sagen,
Es gibt typische Vorurteile, denen man im Alltag immer wieder begegnet, wenn das Thema hybride Lehre angesprochen wird. Und ich habe mal 4 mitgebracht, die ich anekdotisch eben aufgrund dieser Empirie auch widerlegen kann, weil ich Gegenbeispiele gefunden habe, dass es eben nicht so sein muss. Deswegen habe ich die hier auch durchgestrichen und ich gehe die ganz kurz durch. Das Hauptargument, was man immer wieder hört, ist, die Technik ist so anspruchsvoll. Wie soll ich damit klarkommen? Und da, denke ich, haben wir inzwischen genügend Erfahrung gesammelt, dass man Räume ausstatten kann, dass man Anleitungen machen kann, also dass man mit ganz unterschiedlichen Methoden begegnen kann und Lehrenden diese Technik so einfach machen kann, dass sie sie auch verwenden können und eben sie auch darin einführen kann und darin begleiten kann. Das zweite Vorurteil, was immer wieder kommt, es geht nicht ohne irgendeine Moderationsunterstützung. Also ich brauche viel mehr Personalressource. Und das ist verständlich erstmal. Gleichzeitig habe ich aber in meinen Fällen auch einen Fall gefunden, einen Professor, auch einen älteren Professor, der eine Erstsemestervorlesung mit über 300 Personen hat. Die waren zur Hälfte im Hörsaal, zur Hälfte online per Zoom dazugeschaltet. Und die hatten mir dann relativ direkt gesagt, nee, das kann ich alleine, da brauche ich gar keine Moderation. Das funktioniert auch so. Und was hat er gemacht? Er ist einfach hingegangen und hat gesagt, diskutiert, wie ihr wollt, im Chat. Und man sieht hier unten so ganz kleine, so eine rote Blase. Also da sind mehrere hundert ungelesene Chatnachrichten auch da. Er hat einfach gesagt, nutzt den Chat, wie ihr wollt. In der Vorlesung fragt ihr auch eure Nachbarinnen, euren Nachbarn. Und ich unterbreche regelmäßig einmal und dann stelle ich einfach die Frage, sind jetzt Fragen im Raum oder sind noch Fragen im Chat offen? Bitte die wiederholen und kann das so alleine machen. Also für mich einfach ein Indiz, dass uns eher die Methodiken, wie wir damit umgehen, fehlen, als dass es generell nicht geht. Dann gibt es das dritte Vorurteil oben rechts. Hybride Lehrveranstaltungen sind nicht mehr zu empfehlen, da hier Studierende unvorhersehbar in den Online-Bereich einer so angebotenen Lehrveranstaltung verschwinden. Das ist übrigens ein Zitat aus dem Senatsbeschluss einer großen Universität in Baden-Württemberg. Das KIT ist es nicht, so viel kann ich verraten. Also diese Befürchtung, wenn ich online was mache, machen die Leute nicht mehr mit, sind weg, ich verliere die Studierenden. Da denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir hier mehr Empirie schaffen und das wirklich nochmal genau untersuchen. Ist dem wirklich so oder ist es einfach eine andere Wahrnehmung? Ich habe jetzt mal hier ein Bild mitgebracht, das ist von 2012 aus dem Audimax am KIT. Und wenn man auf diesem Bild guckt, sieht man, dass auch in der Präsenzlehre nicht wirklich alle voll dabei sind, sondern da wird mit den Nachbarinnen oder Nachbarn geredet, es wird was am Computer gemacht, es ist eingedöst. Also das ist da auch nicht anders. Für mich ist die Frage, hat es eine andere Qualität oder eine andere Menge? Das müssen wir tatsächlich genauer untersuchen und dazu habe ich bisher auch noch keine echten Zahlen gefunden. Und das fände ich spannend, hier wirklich mal genauer drauf zu gucken, statt das einfach so zu behaupten, ohne es zu untersuchen. Und last but not least, das vierte Argument, das didaktische Argument, rein online oder rein präsent ist didaktisch immer besser. Also gerade aus der Didaktikseite hört man dieses Argument sehr oft. Da würde ich sagen, nee, das ist nicht so zwingend, sondern wir haben einfach im Bereich der reinen Online-Lehre und der reinen Präsenzlehre viele Jahrzehnte Erfahrung und haben die bewährten Methoden. Und diese Methoden haben wir in der hybriden Lehre noch nicht. Wir müssen diese erst erarbeiten. Und wir haben einen Professor, der tatsächlich hier in einem arenaartigen Hörsaal dann die Online gegen die Präsenzgruppe spielen lassen hat und so eine ganz neue Qualität geschaffen hat. So viel zu meinem Input. Und ich freue mich, wenn da Fragen oder Diskussionen dann später am Netzwerktisch dazu da sind. Praktische Weiterbildungseinrichtung für alle Berliner Hochschulen und Universitäten. Ah, super. Jetzt sehen Sie auch die Logos von unseren Kooperationshochschulen. Und wir bieten eben Workshop-Formate, Lehrberatung, Lehrmaterialien und auch Zertifikatsprogramme an. Und in den letzten Jahren ist aber unser Workshop-Programm sehr stark, hat sich sehr stark verändert. Die Formate sind sehr stark diversifiziert. Wir haben also nicht mehr diese klassischen 2-Tages-Workshop-Formate in Präsenz, sondern sind auch stark dazu übergegangen, viel online, hybrid oder auch blended anzubieten. Und vor allen Dingen auch Weiterbildung zum Themenbereich Künstliche Intelligenz finden halt ganz stark online statt, in Selbstlernkursen, in frei zugänglichen Online-Events und somit eher informell. Und nach der Veröffentlichung von ChatGPT sind wir auch relativ schnell im Januar letzten Jahres dazu übergegangen, eine Seite mit Selbstlernressourcen aufzubauen,
Die sehen Sie hier mal ganz kurz. Zum Beispiel zu Themenbereichen, wie kann man jetzt mit KI in der Lehre wirklich arbeiten? Was machen wir mit Prüfungen? Wie kann man mithilfe von KI-Tools wissenschaftlich arbeiten? Und diese Seite wird auch sehr, sehr gut frequentiert. Und genau, wir haben sozusagen daraus jetzt, haben sich die Fragen bei uns entwickelt. Für unser klassisches Workshop-Programm vergeben wir auch Teilnahmebescheinigungen und Arbeitseinheiten, die man dann wiederum auch in unseren größeren Zertifikatsprogrammen anrechnen lassen kann. Aber bei diesen informellen Lernen, also eben zum Beispiel auf unserer KI-Ressourcenseite, sehen wir eigentlich nur, okay, wie viele Klicks haben wir da, also wie viele Menschen haben sich das angeschaut. Wir haben aber keine Info darüber, wer dort sich mit was beschäftigt hat. Und dementsprechend können wir das auch nicht bestätigen oder bescheinigen. Und wir haben damit auch keine Anrechenbarkeit von diesen informellen Lernen, was ja natürlich sehr schade ist. Und unsere Überlegungen gehen halt dahin, wie kann man jetzt das zusammenbringen, also auch unsere Angebote durchlässiger gestalten und eben formelles und informelles Lernen zusammenbringen. Dazu haben wir ein Projekt gestartet, vom Klick zur Kompetenz, und haben sozusagen gleich diese KI-Ressourcenseite bei uns als Ausgangsbasis dafür genommen, zu experimentieren, wie man jetzt unsere Lernenden von informellen Lernen auch in ein vertieftes, systematisches, hochschuldidaktisches Lernen bringen kann und dies fördern kann. Das wollen wir mithilfe digitaler Lernräume machen. Und gleichzeitig wollen wir dabei aber auch unser eigenes hochschuldidaktisches Tun erforschen und begleiten. Das wurde ja vorhin schon genannt von unseren Kolleginnen aus Sachsen-Anhalt. Das heißt, im Rahmen des Scholarship of Academic Development wollen wir auch gerne schauen, wie wir selber eben dieses Projekt bearbeiten. Und dazu gibt es jetzt einen kurzen Einblick zum aktuellen Stand. Also wir sind jetzt gerade an dem Punkt, dass wir einen ersten Prototypen entwickelt haben zum Lernraum wissenschaftliches Arbeiten mit KI. Im Hintergrund nur kurz ein Ausschnitt vom Smartboard, von unserer Brainstorming-Session im Team. Und damit übergebe ich jetzt an meine Kollegin Jörg Kröcher, die Ihnen kurz mal die praktische Umsetzung von diesem Prototypen erläutern wird. Genau, danke Anja. Der Lernraum wissenschaftliches Arbeiten mit KI wird voraussichtlich aus 3 Modulen bestehen, wie Sie jetzt auf der Folie sehen. Das Modul KI-Grundlagen würde dann aus einem Quiz mit 5 Fragen bestehen und in Multiple-Choice-Format aufbereitet. Das darauffolgende Modul würde aus einem Videoausschnitt, Einsatz von KI beim wissenschaftlichen Schreiben und 3 Kurzantwortfragen bestehen. Und anschließend gibt es eine schriftliche Reflexion, in der man eigene Literaturrecherche mit und ohne KI vergleichen sollte. Und als Sie sehen, es werden jedes Mal AEPU, also Arbeitseinheiten, vergeben. Einmal für das erste und ein AE für das zweite Abschnitt und danach 2 AEs für den Schritt 3. Technisch wird der Lernraum so umgesetzt. Auf der KI-Webseite erscheint ein Button, das Sie jetzt ganz links sehen. Da würde stehen, lassen Sie Ihre erworbene KI-Kompetenz anrechnen. Und beim Anklicken gelangt man zu einer Eingabemaske mit Fragen, die in unserem Veranstaltungsmanagementsystem Congino hinterlegt sind. Es können entweder Multiple-Choice-Fragen oder Freitext-Fragen sein, und es gibt auch eine Möglichkeit, Dateien hochzuladen. Also diese Fragen, die Sie jetzt aktuell sehen, sind beispielhaft, aber so ungefähr würde das Ganze aussehen. Die Antworten, also nachdem sie dann abgeschickt wurden, würden dann für uns als Mitarbeitende des Berliner Zentrums für Hochschullehre einsehbar. Wir würden sie dann anhand von Bewertungskriterien prüfen und anschließend dann AEs und Zertifikate vergeben, die danach auch später in unserem großen Zertifikatsprogramm angerechnet werden können. Und so könnte ungefähr so ein Bewertungsraster aussehen, vor allem für offene Aufgaben und für schriftliche Arbeiten, wie zum Beispiel eine schriftliche Reflexion. Und die inhaltliche Fundierung der Aufgaben wird durch unsere Zusammenarbeit mit unterschiedlichen KI-Projekten der Berliner Hochschulen
als einen KI-Experten und Experten durch den Austausch im Rahmen von Beteiligungsausschuss und auch im Rahmen von KI-Reihe der DKD sichergestellt. Und das Projekt befindet sich aktuell in der Startphase, nachdem die technische und didaktische Umsetzung vollständig abgeschlossen wurde. Würden wir im Rahmen der Pilotphase die Aufgaben ausgewählten Testpersonen zur Verfügung stellen und zeigen und kurze Interviews mit ihnen führen. Ihre Erfahrungen und Verbesserungsvorschläge werden danach in der dritten Phase implementiert, bevor das Modul vollständig dann freigeschaltet wird. Und außerdem haben wir bereits auch weitere Lernszenarien überlegt, die Sie jetzt auf dieser Folie sehen können. Also das sind auch so erstmal unsere Gedanken. Zum Beispiel, wir würden gerne auch ein Modul zum Thema Lehren mit KI-gestützten Tools entwickeln und auch zum Thema Prüfen und Bewerten in einer KI-geprägten Welt. Dabei könnte das erste Modul oder quasi diese Grundlagen, so ein Quiz, immer die Ausgangsbasis sein und die weiteren dann Aufgaben auch können unterschiedlichen Umfang haben, also von 1 bis 2 oder vielleicht manchmal auch sogar bis 3 AEs. Genau. Und danach kurz vielleicht zur technischen Umsetzung. Wir hatten uns zwischen Moodle, H5P und dann Congino, also das ist unser Veranstaltungsmanagementsystem, überlegt und letztendlich doch für Veranstaltungsmanagementsystem entschieden, weil wir das Gefühl hatten, dass dieses System am besten zu unseren Arbeitsprozessen und Abläufen passt. Da haben wir die Möglichkeit, direkt Zertifikate zu vergeben, die dann auch im Zertifikatsprogramm angerechnet werden können, obwohl uns natürlich bewusst war, dass Moodle und vielleicht auch H5P manchmal auch größere Flexibilität anbieten, was die Aufgabengestaltung angeht. Genau. Das haben wir noch mit und die Literatur.